Servus, liebe Privatinvestoren. Diese Woche musste ich mir einmal die Augen reiben. Krenke, das solide Unternehmen hat fast 50% im Aktienkurs eingebüßt. Wegen einer Shortseller-Attacke. Was ist dran? Hat sich der Wert von Krenke wirklich verändert? Wir schauen uns das heute mal im Detail an. Mein Name ist Florian König vom Max Otte Fondsteam. Starten wir gleich mit einem kleinen Impulsvertrag. Natürlich wollen wir uns anschauen, was der wirkliche Grund ist für den Absturz dieser Aktie und ob dieser Grund gerechtfertigt ist. Das wollen wir heute gemeinsam rausfinden und dafür schauen wir uns erstmal ein paar Folien an. Das ist die langfristige Entwicklung von Krenke. Sie sehen hier, dass der Aktienkurs sich ja in den vergangenen Tagen mehr als halbiert hat. Aber wichtig ist, die anderen Metriken des Unternehmens anzuschauen. Und ich habe hier mal in Blau angetragen, wie auch hier hinter mir zu finden, das ist der materielle Buchwert. Der materielle Buchwert sagt aus, was wirklich an Eigenkapital im Unternehmen drin ist und drin bleibt. Und das ist ganz wichtig, gerade bei so Finanzierungsunternehmen wie Krenke Leasing, dass sie einen hohen materiellen Buchwert haben. Wir schauen uns das an und hier sieht man, dass Krenke schon langfristig Werte generiert hat, nämlich seit Börsengang im Jahr 2000. Also vor über 20 Jahren konnte der materielle Buchwert um 10,4% jedes Jahr gesteigert werden und über die letzten 11 Jahre auch 11%. Da sieht man, Krenke hat an sich schon einiges an Werte generiert und wir schauen da mal im Detail drauf. Was ist eigentlich ein Shortseller? Das sind Leute, die attackieren ja gegenwärtig Krenke. Und was machen sie genau? Also, sie leihen sich erstmal Aktien von der Bank, in dem Fall Krenke-Aktien. Dann gehen sie am Markt und verkaufen diese zum aktuellen Preis. Und dann wetten sie auf fallende Kurse. Und natürlich sieht man das auch öfters, sie beschleunigen im Prinzip ihr Anliegen durch einen Analysereport, wie es jetzt ja auch geschehen ist. Also der Bericht, der ungefähr 60 Seiten hat. Da wird natürlich einiges an Analyse betrieben, aber ob die richtigen Schlüsse gezogen werden und ob wir als Investoren das eigentlich anders sehen müssen, das werden wir gleich nochmal genau analysieren. Dann soll natürlich der Kurs fallen. Und wenn der Kurs tatsächlich fällt, werden die Aktien am Markt wieder gekauft und der Bank zurückgegeben. Der Gewinn einer solchen Attacke ist im Prinzip der Verkaufspreis am Markt im Vergleich zum Kaufpreis dann wieder, abzüglich der Gebühren. Das ist sozusagen der Gewinn. Also muss man hier wirklich davon ausgehen, dass ein massives wirtschaftliches Interesse an einen Kursrückgang vorhanden war. Und das ist natürlich immer im Hinterkopf zu bewahren und muss man sagen, da wird auch oft getrickst, beziehungsweise auch oft halt Sachen genannt, die eventuell gar nicht so der Fall sind. Wir haben diesen Shortseller schon ein paar Mal beobachten können. Einmal bei Steinhoff. Nachdem Steinhoff im Prinzip mal Betrug vorgewiesen hat, also das Management hatten wir auch mal begutachtet und haben es als nicht seriös anerkannt und deswegen haben wir auch nie in Steinhoff investiert, da lag ja signifikant wirklich Betrug vor. Und die Aktie ist zu Recht nach unten gegangen. Natürlich hat auch dieser Shortseller zum einen hier Geld verdient und dann haben sich scheinbar auch gedacht, okay, wie kann ich jetzt diese Angst, die im Markt ist, weiter nutzen, um weiter Geld zu verdienen? Weil die Leute sind ja auch gierig, muss man sagen. Sie wollen recht lange davon profitieren, dass Angst im Markt ist. Und so hat man dann auch so einen ähnlichen Bericht wie jetzt gegen Krenke bei Capitec vorgebracht. Was ist die Verbindung zwischen Capitec und Steinhoff?
Steinhoff hat mal eine große Beteiligung, also wirklich ein Tafelsilber gehabt an einer Beteiligungsgesellschaft in Südafrika. Und die wichtigste Beteiligungsgesellschaft in Südafrika war Capitec. Und dieser Report hat sich komplett als nichtig herausgestellt. Alle Anschuldigungen waren im Prinzip haltlos. Jetzt hat's kurz nachdem sich's bewahrheitet hat bei Wirecard und auch wieder große Angst im Markt war, hat's Kränke getroffen. Und wir wollen jetzt mal schauen, ob das zu Recht war oder zu Unrecht. Erstmal, Herr Kränke ist der Namensgeber. Wolfgang Kränke ist der Namensgeber von Kränke. Und was ist im Prinzip diese Person hinter Kränke? Er hat das Unternehmen in den 70er Jahren gegründet. Warum? Er hat im Prinzip eine Lücke gesehen, ein Finanzierungsloch für kleine und mittelständische Unternehmen. Sie konnten damals nicht unbedingt Leasinggeber finden, um vielleicht kleinere Tickets zu leasen. Er hat damals für eine Leasinggesellschaft gearbeitet und hat sich gefragt, warum ist das so? Für viele Leasinggesellschaften waren die kleinen Tickets einfach zu teuer. Aber es war ja eine Nachfrage da. Das heißt, warum hat man im Prinzip sich nicht darauf fokussiert? Und der damalige Arbeitgeber hat gesagt, nein, die kleinen Tickets sind mir nichts, ich möchte da nicht rein. Und da hat er gedacht, aber es gibt eine Nachfrage bei kleinen mittelständischen Unternehmen und diese Unternehmen haben auch eine Berechtigung. Sie sind sozusagen auch das Herz von Deutschland und hat einen sehr automatisierten Prozess, sehr kosteneffizient aufgesetzt, dass man auch mit kleineren Tickets vernünftige Margen generieren kann. Darüber hinaus ist er Präsident der IHK in Karlsruhe und Baden-Württemberg und Mitglied des Hochschulrats der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Karlsruhe. Also er ist auch sehr engagiert und möchte Deutschland voranbringen. Nicht nur mit seinem Unternehmen, Kränke Leasing und Factoring, sondern auch mit der Kränke Bank, als auch als IHK-Präsident und Mitglied des Hochschulrats. Das sind alles Aufgaben, die einer nicht wahrnehmen würde, wenn er nur ans Geld denken würde. Also wenn er wirklich gierig ist und Betrug nötig hätte. Das hat Wolfgang Kränke aus meiner Sicht nicht. Deswegen müssen wir uns anschauen, was sind denn genau die Anschuldigungen. Und ja, im Detail werde ich jetzt nicht die Anschuldigungen durchsprechen, sondern ich will eher die Perspektive aufzeichnen von mir als Investor, auch in Kränke. Und zum einen ist die Liquiditätsposition. Der Shortseller hat gesagt, 1,1 Milliarden Euro rund existieren fast gar nicht oder ein Großteil ist nicht physisch vorhanden. Kränke hat sich dann mit einer zeitnahen Stellungnahme gewehrt und hat gesagt, knapp 850 Millionen Euro liegen bei der Bundesbank, sind bei der Bundesbank geparkt. Und jetzt gehen wir wieder auf Folge von Kränke zurück. Würde sich das jemand trauen, wenn er eigentlich so ein Standing hat in der Gesellschaft, dann wirklich so ad hoc und abrupt zu lügen? Ich muss sagen, glaube ich nicht dran. Da ist man wirklich schon ein sehr fieser und eiskalter Verbrecher, wenn man sowas dann direkt niederschreibt. Dann wurde im Prinzip das Franchise-Modell von Kränke nochmal genau unter die Lupe genommen. Und ja, wir müssen zugeben, es ist teilweise intransparent. Und auch teilweise die Publikation, die Kränke veröffentlicht hat, konnte diese Intransparenz nicht zu 100% lösen. Aber für mich wichtig, es ist ein unternehmerischer Gedanke dahinter. Weil Sie können sich sicher vorstellen, viele Unternehmen im Bereich Finanzierung, Leasing und Banken haben vernünftiges Talent, sitzen aber in ihrer Nische, kommen nicht weg und können ihr unternehmerisches Talent gar nicht entwickeln. Wolfgang Kränke hat das gewusst und hat das probiert für sich zu nutzen. Deswegen sind auch viele der alten Mitarbeiter dann als Franchise-Nehmer in neuen Regionen aufgetreten. Vorteil liegt klar auf der Hand. Die kennen den Konzern, die kennen die Risikokontrolle und sie kennen die Abläufe. Darüber hinaus kennt Wolfgang Kränke bzw. der Vorstand von Kränke das Potenzial derjenigen, die da ins Risiko gehen, auch mit einer hohen Lizenzgebühr. Und
sichert sich noch durch die Kooperation mit Krenke halt einen Rückkaufpreis. Über den Rückkaufpreis wurde ja sehr viel spekuliert. Deswegen habe ich auch nicht den normalen Buchwert genommen, weil da immer der Goodwill-Anteil noch berücksichtigt. Nein, bei dem langfristigen Chart, was ihr auch hinter mir hängt, ist der materielle Buchwert. Das heißt also ohne Goodwill. Aber man muss sagen, klar, wenn man so Unternehmen zurückkauft und die sind noch nicht zu 100% profitabel, sondern haben einfach enormes Wachstumspotenzial, dann ist natürlich ein Goodwill auf die Bilanz zu buchen, weil der Kaufpreis wahrscheinlich höher ist als das Eigenkapital, was man vorfindet. Das ist eigentlich üblich. Und darüber hinaus war in der einen Publikation zu lesen, dass im Prinzip der Kaufpreis niedrig ist. Okay. Und auch niedriger im Vergleich, wenn man es an die Konkurrenz verkauft hat. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass dann halt viele sagen, okay, wir haben jetzt das Unternehmen aufgebaut über 5-6 Jahre. Wir würden gerne jetzt einen Exit machen. Das Unternehmen ist zwar gut, aber wir haben andere Ideen oder wollen unsere Hobbys verwirklichen, wollen mit unserer Familie viel Zeit verbringen, was bis dahin nicht möglich war. Dann werden wir das jetzt so in diesem Zusammenhang in Angriff nehmen. Aus meiner Sicht ist dieses Franchise-Modell, fördert klar den Unternehmertum und das unternehmerische Denken auch der Mitarbeiter, die dann, wenn sie als Franchise-Nehmer auftreten, nicht mehr Mitarbeiter sind von Krenke, sondern als Geschäftsführer und Eigentümer der Franchise-Gesellschaft auftreten. Darüber hinaus nennt das Unternehmen in der letzten Publikation auch mal so eine Art Orientierung, wo es hingehen kann. Bisher macht man schon ungefähr einen Deckungsbeitrag 2, kompliziertes Wort, erkläre ich Ihnen gleich, was dahinter steht, von 112 Millionen Euro ungefähr jedes Jahr mit diesen übernommenen Franchise-Unternehmen. Also, sie haben wirklich einen Deckungsbeitrag. Was heißt der Deckungsbeitrag in Krenkes Worten? Einmal der Zahlungsstrom, der reinkommt durch die Leasing-Tickets abzüglich Risikovorsorge, allen Provisionen an Vertrieblern und. Also ist wirklich ein Zahlungsstrom, der ins Unternehmen kommt. Und kann man sich ausrechnen, wenn man über den letzten Zeitraum 100 Millionen bezahlt hat, um diese Franchise-Nehmer zu übernehmen und es kommt jetzt jedes Jahr 112 Millionen Euro an Cashflows rein, war das durchaus ein gutes Geschäft. Also, das sind nicht nur irgendwelche immateriellen Vermögenswerte, sondern da steht wirklich Potenzial dahinter. Ein weiterer Punkt war im Prinzip die unzureichende Prüfung von Neugeschäften. In dem Report ist zu lesen, dass man innerhalb von 20 Minuten das Go bekommt, ja, ich bin geeignet als Leasinggeber oder nein, ich bin nicht geeignet als Leasingnehmer. Das heißt, unterm Strich ist das ja, wie ich schon sagte, Krenkes Anliegen von Beginn an gewesen, einfach eine hohe Automatisierung zu haben, kosteneffizient zu arbeiten und durch die Datenbank, die sie haben. Das Unternehmen ist jetzt schon 20 Jahre an der Börse, aber eigentlich ist es im Jahr 1978 gegründet worden. Das heißt, die Historie ist schon sehr lang, die Datenbasis ist sehr lang und das führt natürlich dazu, dass man auch schnell eine Entscheidung treffen kann auf Basis der Daten, die man einfach hat. Deswegen gehört das einfach zum Geschäftsmodell von Krenke. Man muss aber auch sagen, als Kunde möchte man ja wissen, okay, entweder ich kann mir jetzt die Kopierer leasen oder nicht. Dahingehend will ich da auch nicht großartig auf eine Reaktion warten, sondern möchte wissen, es passt oder es passt nicht. Dementsprechend ist es auch im Sinne des Kunden. Krenke hat dann auch noch virtuelle Unterschriften, Signaturen eingeführt, was auch im Sinne des Kunden ist. Zum Thema Geldwäsche und Betrug würde ich dann auch ergänzen. Ist ja auch einiges geschrieben worden. Es wurden ja ein paar Unternehmen genannt, die angeblich Geschäft gemacht haben mit der Krenke Bank. Davon war im Prinzip nur ein Unternehmen wirklich vorhanden als Kunde der Krenke Bank. Und dieses Unternehmen wurde selbst rausgefiltert von den eigenen Risikokontrollen und man hat daraufhin das Unternehmen fristlos gekündigt,
und auf der anderen Seite auch die Informationen der BaFin übergeben, bevor die BaFin irgendwelche Listen in dem Zusammenhang erstellt hat. Finde ich glaubwürdig aus meiner Seite, aber ich muss auch sagen, die Grenke Bank ist an sich ein smartes Tool, um einfach, Sie wissen ja, es gibt kaum Zinsen, egal was Sie machen mit Ihrem Geld, außer Sie gehen in Aktien oder andere Vermögenswerte, und Grenke nutzt das durch die Grenke Bank, weil man kann da Einlagen tätigen und diese Einlagen nutzt im Prinzip Grenke, um das operative Geschäft voranzutreiben. Also hier hat man sich auch sehr smart aufgestellt. Genau. Darüber hinaus gab es ja Vorwürfe, zum Beispiel in Großbritannien gab es einen Betrugsfall. Das ist wirklich der Fall gewesen. Da war aber auch Grenke teilweise das Opfer, weil ein Partnerunternehmen diesen Betrug begangen hat. Und Grenke jetzt im Prinzip probiert alles zu klären, auch mit den Betroffenen. Unterm Strich auf das operative Geschäft von Grenke hat es nur eine geringe Aussagekraft. Also muss man sagen, okay, da sind Vorwürfe wirklich zutage getreten. Hier wird Grenke auch die eigenen Systeme schärfen, wird auch bei Händlern mehr Vor-Ort-Kontrolle machen, sich nochmal mehr Informationen zeigen, wie zum Beispiel auch Anstellungsverhältnisse und. Also insgesamt ist da natürlich auch eine Verbesserungssicht. Also diese, aus meiner Sicht jetzt, konnten diese Anschuldigungen nicht zu 100% geklärt werden, aber das Unternehmen ist bereit, sich zu verbessern. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Insiderkäufe. Und weil Sie hier sehen, wie der Chartverlauf ist über die letzten 6-7 Jahre, sehen Sie immer, es gab eigentlich immer Insiderkäufe, wenn die Aktien zurückgekommen sind. Also das Management an sich hat wirklich einen guten Sinn für Kapitalallokation. Dahingehend muss man sagen, ist wahrscheinlich jetzt auch die Möglichkeit für einige Insider Aktienrückkäufe zu tätigen. Die ersten wurden schon publiziert. Das ist einmal der Aufsichtsrat Florian Schulte. Er hat ungefähr 125.000 Euro in die Grenke Aktie investiert. Das ist schon eindeutig ein Wort. Und dieser Aufsichtsrat ist auch schon länger für Grenke aktiv. Darüber hinaus kaufen auch die anderen Vorstände regelmäßig Aktien nach. Also zum Beispiel der Sebastian Hirsch. Das ist derjenige, der als Finanzvorstand für Grenke agiert. Ich habe ihn selber auch schon oft bei einem Interview verfolgt und für mich wirkt er sehr kompetent. Ich werde ihn unten nochmal in der Beschreibung ein Interview mit dem Sebastian Hirsch zeigen, dass Sie selber mal einen Eindruck gewinnen können, wie das ist. Und er kauft eigentlich als Finanzvorstand regelmäßig Aktien nach. Darüber hinaus ist es ja auch so, dass er sich auch die günstigen Kurse zunutze macht. Wie das jetzt der Fall gewesen ist, weiß man nicht zu 100%, aber ich glaube schon, dass da die Möglichkeit besteht, auch hier wieder, dass sich günstig eingesackt haben, die Aktien, die auf dem Markt sind. Weil es durchaus sinnvoll, wenn man langfristig an das Unternehmen glaubt. Und diese Anschuldigungen wurden ja zum Teil schon widerlegt. Natürlich ist es jetzt sinnvoll, vielleicht noch einen Sonderbericht zu machen und diesen auch von KPMG prüfen zu lassen. Das ist ja jetzt der nächste Schritt. Ich bin gespannt, was genau da rauskommt. Aber insgesamt sind einige Anschuldigungen widerlegt. Und unterm Strich muss man sagen, auch das Finanzgeschäft ist an sich ein stark reguliertes. Das merken wir ja auch als kleines Team. Uns beobachten und prüfen teilweise mehr Wirtschaftsprüfer als eigentlich Angestellte hier in der Value Investing Boutique, wie Sie ja vielleicht wissen. Und genauso ähnlich ist es ja auch bei Grenke. Die müssen auch regelmäßig harte Prüfungen über sich ergehen lassen. Und dadurch ist auch die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Darüber hinaus hat die BaFin auch klar gesagt, angeblich gab es ja Reporte oder Berichte, die vom Shortseller zur BaFin gegangen sind. Das ist nicht der Fall gewesen, laut BaFin-Auskunft. Und daran muss ich jetzt auch erstmal festhalten und daran glaube ich auch, muss ich sagen. Also unterm Strich, das Vorstand ist
gut beteiligt, wenn Sie zum Beispiel hier den Herrn Kindermann sehen, der auch kräftig nachgekauft hat, auch damals, wo es runter ging bei Corona. Der Kindermann ist ungefähr mit 8 Millionen am Unternehmen beteiligt. Das ist super Wahnsinn im Vergleich zu seinem Fixgehalt. Das ist, glaube ich, das 30-fache seines Fixgehaltes. Und hier sieht man, der ist auch langfristig orientiert und denkt langfristig. Jetzt einfach kurzfristige Gewinne zu generieren durch irgendwelche Betrugsmaßnahmen ist absolut nicht sinnvoll. Ja, genau. Was man auch sagen musste, ist natürlich super schade, dass es Kränke erwischt hat, weil Finanzierungsunternehmer leben von ihrem Vertrauen, was sie haben gegenüber Kunden und Partner. Und dieses Vertrauen ist natürlich angekratzt. Auch einige Ratingagenturen haben ihr Rating zurückgezogen. Das führt natürlich dazu, dass auch die Finanzierung am Markt schwierig ist. Kränke kann zum einen die eigene Bank dafür nutzen, aber auch nicht zu wirklich, auch nicht wirklich intensiv, sondern nur bis zu 25% der Verschuldung. Darüber hinaus muss man sagen, nicht nur die eigene Refinanzierung könnte dann teuer werden oder teurer werden, aber auch jetzt gerade im Jahr 2020 ist der Batzen an Refinanzierung auch nicht mehr so hoch, sondern auch der größere Block, der wirklich refinanziert wird, kommt im Jahr 2022, wie das auch in den einen Bericht stand. Ich werde den Bericht auch in den Kommentar hier unten nochmal verlinken, da können Sie es alles nachlesen. Und jetzt würde ich gerne nochmal auf Ihre Kommentare achten. Also, unterm Strich muss man sagen, Kränke macht oder hat einen sehr guten Job gemacht, hat langfristig Werte generiert, was man auch am Buchwert sieht und ist jetzt natürlich extremst zurückgesackt und hat extremst wenig Vertrauen vom Kapitalmarkt. Natürlich gibt es jetzt die Frage, ob ich zur IR-Abteilung von Kränke gehöre. Das glaube ich nicht. Ist auch nicht der Fall. Also wir probieren uns da immer eine rationale Meinung zu machen. Und klar, einige Argumente sprechen gegen Kränke. Also es wurde Betrug in UK vor allem gemacht. Es wurde aber nur im kleinen Stil. Es wurde Geschäft mit einem Unternehmen gemacht, was Geldwäsche betrieben hat. Aber sobald es rausgekommen wurde, hat man es entsprechend angezeigt, was absolut sinnvoll ist. Und hier kommt noch eine Frage, die ich gerne aufgreifen würde. Hat sich Ihr Blick auf Kränke nach dem Wirecard-Fiasko verändert? Mein Blick auf Kränke hat sich schon ein bisschen angepasst. Zum einen, es gehen wir sehr deutlich nochmal intensiver mit den Vorständen ins Gericht. Und wir müssen sicherstellen, dass die Vorstände beteiligt sind und das eigentlich über die komplette Bandbreite hinaus und dass sie transparent kommunizieren. Wir hatten vor kurzem erst das Vergnügen über Value Dach den Wolfgang Kränke im Interview zu haben. Ich durfte auch einige Fragen stellen, die auch sehr transparent beantwortet werden wurden. Diese Sachen würde ich Ihnen gerne auch nochmal ans Herz legen. Da werde ich Ihnen auch einen Link nochmal unten in die Beschreibung packen. Sie können sich selber einen Eindruck machen, wie transparent Kränke agiert und wie transparent auch das Unternehmen aufgestellt ist. Jetzt nochmal eine spannende Frage zum Thema, wie viel kann ich an Kränke verdienen? Das ist natürlich eine spannende Frage. Also langfristig generiert Kränke Werte, wie das Chart hier zeigt. Bitte zu entschuldigen, dass leider unten, da wo ich zu sehen bin, es abgeschnitten ist. Das ist leider ein doofer Formatfehler, kommt nicht wieder vor. Aber wie Sie hier sehen, Buchwert, also Werte an sich, materielle Buchwerte generiert Kränke sehr gut. Wir an sich sehen das Unternehmen auch weiter deutlich unterbewertet. Wir halten am inneren Wert fest und diesen können Sie auch in unserer Privatinvestor-Datenbank nachlesen. Genau, was gibt es noch für spannende Fragen?
Hier eine Frage zum Kurs von Kränke, ob der Kurs schon länger schwach war, insbesondere zum MDAX. Kränke, wie Sie hier sehen auf dem Chart, hat eigentlich den MDAX auch outperformed über einen langen Zeitraum. Natürlich ist es so, gerade jetzt, wo es etwas rezessiver wird, wenn die Wirtschaft ins Stottern kommt, ist es so, dass auch das Unternehmen es schwieriger hat, Neugeschäft zu generieren, weil die Unternehmen einfach jetzt sagen, okay, ich kann nicht jetzt sofort investieren in die neue Infrastruktur. Ich muss mal auch sehen, wie sich meine Kunden verhalten, wie sich meine Mitarbeiter verhalten und was ich genau brauche. Also hier ist das Neugeschäft auch rückläufig. Aber trotzdem mit einer ganz vernünftigen Marge versehen. Und deswegen, Kränke hat das Potenzial out zu performen. Wir sehen auch eine deutliche Unterbewertung und wir gehen auch davon aus, dass der zukünftige Bericht von der Wirtschaftsprüfung, glaube ich, die Gerüchte und Anschuldigungen nochmal stärker widerlegt. Wir haben gezeigt, dass aus unserer Sicht ein paar Anschuldigungen deutlich widerlegt wurden, aber auch es einige Anschuldigungen gibt. Also es gibt noch eine Art Graubereich und deswegen ist es wichtig, da halt auch mit Augenmaß vorzugehen, nicht alles auf eine Karte zu setzen, sondern Kränke eher als langfristiges Investment zu sehen. Hier kommt noch eine Frage: Nutzen Sie den Kursverfall, um Ihre Kränkeposition zu erhöhen? Wenn ja, wie hoch wird die neue Kränkeposition im Vergleich zum bestehenden sein? Also dazu hat Herr Professor Otte auch ganz klar Stellung genommen in seine Kolumne jetzt im Börsenbrief. Wir haben die Kränkeposition schon, gerade im Max Vermögensbildungsfonds, von der Stückzahl her also fast verdoppelt und sind gute Dinge, dass sich auch dieses Investment langfristig auszahlt. Hier kam noch eine Anmerkung von genau, dass Dr. Lebe auch investiert ist in Kränke und nicht nur Aktien hat, sondern auch Anleihen und die Vorwürfe auch als unbegründet zurückweist. Also, Sie sehen hier, sind viele Value-Investoren positiv gestimmt bei Kränke und sehen hier einen Mehrwert, weil einfach das Geschäftsmodell gut ist, sie sehr unternehmerisch denken, die Bilanz stimmt, das wurde auch gezeigt, eindeutig aus meiner Sicht, hat er der Short-Seller-Report eigentlich auch keine großen Defizite zu erkennen gegeben und ja, insgesamt die Nische spannend ist und Kränke halt den Vorteil hat durch die Automatisierung der Abläufe und die Kosteneffizienz besser zu sein als die Konkurrenz. Auch wenn man bedenkt, dass gerade auch Wirecard oder jetzt auch die Vorwürfe auf Kränke die Regulierung nochmal zunehmen wird. Und wenn die Regulierung zunimmt, dann ist es so, dass viele kleine Unternehmen und der Markt ist sehr fragmentiert ausscheiden und dann wird das Kuchenstück, was Kränke dann einnehmen kann, eigentlich noch ein Stück größer. Hier kommt eine Frage: Kränke ist auch sozial eingestellt und spendet etc. Ja, da gibt es eine ganze Liste zu seiner Vita. Ich kann da jetzt nicht alles wiedergeben, inwieweit ich der jetzt spendet, beziehungsweise ich kann nur sagen, er probiert Mehrwert zu generieren für unsere Gesellschaft, auch für kleine und mittelständische Unternehmen. Zum einen halt über Kränke Leasing, über die Kränke Bank, aber auch über seine Tätigkeit bei der IHK. Und da macht er insgesamt einen sehr guten Job und bringt unsere Gesellschaft voran. Unterm Strich muss man sagen, solche Unternehmer braucht Deutschland, die bringen uns voran. Wenn natürlich was dran sein sollte und die Anschuldigungen noch größer werden, dann muss man sagen, ist dieses Bild von dem guten Unternehmer Kränke natürlich auch angekratzt, aber das wird die Zukunft zeigen. Da können wir jetzt nicht unbedingt eine Aussage treffen, aber zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind mir positive Dinge, dass Kränke gut dasteht, dass es von guten Unternehmern geführt wird und langfristig Mehrwert generiert. So, da bedanke ich mich für das Interesse an den Livestream, obwohl ja wirklich gleich die Bundesliga losgeht. Dahergehend will ich Sie nicht länger aufhalten. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und bleiben Sie uns treu, wenn Sie Einblicke in Unternehmen brauchen, wie Kränke. Wir machen eigenes Research, wir können mit den eigenen Research auch mal daneben liegen, aber insgesamt muss man sagen,
Nur so kann man langfristig lernen und nur so ist man langfristig gut und den Zinseszins für sich wirken zu lassen. Aber eins muss man auch wissen, eins ist zu 100% garantiert, dass am Aktienmarkt auch mal ein Totalverlust vorkommen kann. Deswegen sollte man nicht alles auf eine Karte setzen. Das wissen Sie ja. Deswegen nur kurz die Risikohinweise und ich wünsche Ihnen soweit einen schönen Abend und nochmal alles Gute. Servus!